Roberto in der Spur, der 23-jährige Zollbeamte aus Fiamme Gialle. Ja. Auch ganz schnell und weit trägt ihn runter. Ganz weit trägt ihn runter. Er steht diesen Sprung. Roberto Chicon ist ganz vorn mit dabei. Gestern 168 Meter, das war weiter. Der Mitfavorit für Thunder Bay auf beiden Schanzen, gar keine Frage. 181 Meter für Roberto Chicon, vierter Platz. Janne Ahonen liegt vorn. Nun kommt nur noch Andy Goldberger. Andy Goldberger, der gestern schon seinen achten Saisonsieg gelandet hatte, der damit dem legendären Matti Nykänen auf die Pelle rückt, der in einer Saison, das war 87-88, 10 von 12 Weltcup-Springen gewonnen hatte. Nur Ernst Vettori und Jens Weißflug konnten ihn zweimal bezwingen. Oben wird er begrüßt